So, ja, hallo Freunde, da sind wir wieder bei XXZXX und ja, dann wollen wir doch mal weitermachen. In diesem Part werden wir questen, so wie es ausschaut. Ist auf jeden Fall ziemlich wichtig, zumindest für den Anfang, ist gute EP, gibt Yang und den einen oder anderen Gegenstand. Ja, dann werden wir erstmal anfangen bei Willkommen bei Medi 2. Das ist überhaupt eigentlich die allererste Quest, die wir haben. So. Dann gehen wir zum Stadtwächter. Weil der hat ein paar Problemchen und die Starsch Ananas. Dann klicken wir den nochmal an, da der ein paar mehr Quests mittlerweile für uns hat. 9 Wildhunde sollen wir noch töten. Und hat er noch was für uns? Nö. Hat er keine Lust, uns noch weiter zuzudröhnen mit irgendwelchen unnötigen Sachen. Naja, wir können ja mal unser Bambus Zweihorn dazu holen. Nein, Spaß, unser Bambi. Und dann habe ich gesagt, dass wir zur Gemischwarenhändlerin gehen. So, dann haben wir da die Quest angenommen. Ich lese das jetzt auf jeden Fall erstmal nicht alles vor. Ich denke mal, brauche ich auch nicht unbedingt. Und ansonsten schreibt es mir auch wieder in die Kommentare, falls ich da den ganzen Kram vorlesen soll. Weil ich finde, das ist relativ unnötig, der Kram. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Klar, damit man weiß, was man machen soll, das bei den Quests weiß ich das aber alles. So, da müsst ihr eigentlich nur einmal hin und her rennen zwischen den beiden NPCs hier. So, und dann müssen wir nochmal zum Stadtwächter und dem seine blöden Tränke geben. Vielen Dank, dass du mir die Tränke gebracht hast. Ah, la, 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 la. Halt dein Maul. Übrigens, die Lehrer sind auf der Suche nach dir. Ach nein, haben wir auch noch nicht angenommen. So, Holzhammer plus 0 erhalten wir dadurch. Es kann ein beliebiger Gegenstand sein von den drei hier. Armband, Kette oder Ohrringe. Ob man die Lederschuhe erhalten kann, da bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Nun gut, auf jeden Fall erstmal zum Waffenhändler dann noch. Da die Gemischtwarenhändlerin ja den Schatz, den singenden Singvogel da vermisst. Der raue Waffenhändler mit den dicken Muskeln, fast wie der Schmied, Junge. 38er Bizeps. Hat kein Sixpack, sondern ein 8-Pack. Und so weiter und so fort. Wenn wir da jetzt hingehen, bekommen, gehen wir dahin. So. Da wollen wir aber erstmal nicht hin. So. Die können wir schon mal wegklicken. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen werdet, wenn ich jetzt. Ja, hallo Leute, da sehen wir uns auch schon wieder. Durch den IS öffnen und dies das Ananas. Spinnt das manchmal rum. Ich weiß nicht wieso, aber manchmal, gut, irgendwas stimmt da manchmal nicht. Habe ich zwar nur ganz selten, aber das soll mich jetzt nicht weiter interessieren. Nein, Spaß. Möchte ich mich auf jeden Fall für entschuldigen und würde ich sagen, loggen wir erstmal ein, beziehungsweise gehen ins Spiel rein. Und ja, eigentlich wollte ich das ja gerade in dem Moment wieder wegklicken, aber ihr habt ja gesehen, ist nicht alles so ganz gelaufen, wie es sollte. Halalalalala, dies, das, Ananas und wieder. Yo, hallo Leute, da melde ich mich live am Start wieder zurück. Und ja, ich möchte mich auf jeden Fall sehr dafür entschuldigen, dass es schon wieder abgeschmiert ist. Hoffe, das ist zu verkraften. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen scheiße für die zweite Aufnahme auf jeden Fall. Ja, aber ich denke mal, sollte jetzt nicht mehr passieren, da wir das Moschusöl auch schon gekauft haben, wie ihr hier im Itemshop-Lager seht. So, das brauchen wir auf jeden Fall für die Quest beim Waffenhändler.
die uns die Gemi aufgetischt hat. Ja, machen wir auf jeden Fall nebenbei erstmal schon Übung 4, wo wir hungriger Wolf töten müssen. Ah, hier sind schon die ersten drei. Dann erste Übung, 9 Wildhunde. Und die Untersuchung des Biologen machen wir. Rufen wir gleich schon mal unser Pony hier mit dazu. Zack, wieder alles an Yang aufheben. Wie ihr seht, wir sind Channel 6 gegangen, weil mich Channel 1 ein klein wenig aufgeregt hat. Da war es ein klein wenig zu voll. Und ja. Hoffen wir mal, es ist jetzt nicht allzu schlimm. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt bei Aufgabe 4 hungrige Alpha-Wölfe nehmen können. Wäre auch schneller gegangen, aber das konnte ich ja jetzt nicht mehr entscheiden, da das Spiel abgeschmiert ist und er sich dann automatisch festlegt. Oh, Fächer plus 2 und oho, eine türkise Kleidung. Na, leider alles ohne Bonis. Aber das können wir gut verkaufen. Ist immer besser ein bisschen Geld als gar kein Geld, ne? Man ist ja auch bei euch in Real Life so. Ihr freut euch doch eher über, sag mal, eure Oma oder so kommt zu euch, drückt euch 5 Euro in die Hand. Oder lasst es 2 Euro sein. Und ist doch wesentlich besser, als wenn ihr gar kein Geld bekommt. Oder einfach nicht. In meinem Fall ist das etwas anderes. Ich bekomme kein Geld mehr. Ja. Juckt mich aber auch nicht. Ich verdiene mein eigenes Geld. Oh, ja. Übungsaufgabe haben wir schon mal abgeschlossen. Da gehen wir dann gleich mal hin zu dem alten Lappen. Wollen die einlösen. Gehen jetzt aber erstmal ganz fix hier zum Biologen. Ja, sorry Leute, aber wie es nun mal immer so passiert, der nervigste Teil überhaupt aus der ganzen Familie kommt immer ins Zimmer rein, während man da am, ja, während man irgendwie etwas am Machen ist, dies, das, Ananas, aber nun gut. Ja. Na, wir können uns ja schon mal hier wieder so ein Glühwein rein. Ach, der Effekt ist bereits. Okay. Naja. Spezialaufgabe, sammle Kräuter. Pfirsichblüten brauchen wir. Hungrige Alpha-Wölfe. Da haben wir die auch schon. Zack. Eben alle umkloppen. So, dann hätten wir hier schon mal die 5 Pfirsichblüten. Aber da ich meist so ein totales Pech habe, habe ich mir mal so einen kleinen Trick rausgesucht, beziehungsweise rausgefunden, wenn man die auf den Boden schmeißt. Was man anschließend mit vielen Sachen so machen kann, wenn man Sachen farmt. Einfach auf den Boden schmeißen und dann droppt ihr das neu. Weil ansonsten ist der Drop aufgehoben, so dass ihr es nicht mehr droppen könnt. Ah, die Pfirsichblüten wieder auf dem Boden. Ja, ich weiß, ist zwar jetzt ein bisschen viel, aber könnten wir für die Charmy denn auch schon mal mitfarmen. Ah, verdammt, ein bisschen früh aufgehoben. Aber ist jetzt so. Da haben wir überhaupt gar keine dazu bekommen. So. Den grünen Pot können wir noch mal aktivieren. Ja, Keiler ist noch ein bisschen lästig für unser Damage oder für unser Level und unseren Damage überhaupt. So, haben wir hier noch einen hungrigen Alpha Wolf. Oh, Flieder haben wir jetzt auch direkt schon bekommen. Das ist natürlich nice. Ja, ich habe ganz vergessen, wir haben auch schon die Skills, die wir einsetzen können.
Wollen wir direkt mal machen. Dabei bringen die noch nicht so viel. 3 Damage plus ist jetzt noch nicht viel. Aber später wird das echt viel sein. Was beim Vasu an Damage bei verzauberte Klinge rauskommt und die restlichen Buffs hier, verzauberte Rüstung und Furcht, das ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ein Körperkrieger macht auf jeden Fall auch richtig gut Damage. Vor allen Dingen im Low-Level-Bereich ist der Damage wesentlich höher. Vor allem, da es auch wesentlich mehr Equipment mit Stärke gibt zu Anfang, wie Kupferohrringe und weiteres. Aber das soll uns jetzt gar nicht mehr so stören. Dann haben wir hier noch einen hungrigen Alpha-Wolf, den wir nicht brauchen. Ich habe, was sollte reichen? 11 Stück. Aber hungrige Wölfe bräuchten wir noch. Und wie immer habe ich so viel Glück, ich finde mal wieder nichts. Nur hungrige Alpha-Wölfe. Kann auch sein, dass ich wieder was übersehen habe. Nur habe ich irgendwie immer das Glück, was ich gerade brauche, stand vor 2 Minuten noch direkt hinter mir, aber auf einmal ist es weg. Fucigato, nix, nada, niente. Das kannst du doch nicht bringen, ey. Und da hungrige Alpha-Wölfe, was eigentlich schon extrem selten ist, meiner Meinung nach, dass man so viele hungrige Alpha-Wölfe hier hat. Manchmal ist das auch ein guter Mix, so dass beides da gut ist. Aber in den meisten Fällen ist gar nichts da. Also zumindest nicht das, was man braucht. Das würde ich sagen, Saphira habe ich noch nie gespielt davor. Bis auf vorhin, wo ich mir ja, eine auf Level 5 gezogen habe. Und ja. Na gut, wir kloppen jetzt weiter einfach. Obwohl es gar nicht mehr so geplant war, aber. Auf jeden Fall wird es die Waffe plus 3 bekommen, was ich meine. Oh, mit 6 Stärke hätten wir mal einen Krieger gemacht oder was? Naja gut. Es lohnt sich aber auch für uns, der Damage dann. Ist gar nicht mal so schlecht dann mit 6 Stärke. Finde ich nice. Also ich jetzt. Ob ihr das nice findet? Keine Ahnung. Dann haben wir jetzt eigentlich. Wir brauchen noch 9 hungrige Wölfe. Wir könnten uns jetzt auch rein theoretisch umloggen, aber da habe ich jetzt keinen Bock zu, absolut nicht. Dann klatschen wir hier einfach noch mal eben kurz ein bisschen was weg. So, dann drücken wir auf jeden Fall schon mal unseren ersten vernünftigen Damage. Jetzt können wir uns auf jeden Fall den Pot nochmal neu reinhauen. So. Ja. Auf jeden Fall, wenn ich Geld reinstecken sollte, weiß ich nicht, was ihr von Doppeldrop noch halten würdet oder ob ich nur am Rad des Schicksals drehen soll. Ja. Vielleicht merkt ihr es ja auch, dass ich ein bisschen leiser jetzt mittlerweile bin. Da meine Mom jetzt auch halt ins Bett gegangen ist. Ja. Ich denke mal, dürftet ihr aber alle kennen, dass in den ungelegensten Zeiten bei euch die Eltern reinkommen oder sonst irgendwas. Und selbst wenn es eure Freundin wäre, die gerade reinkommt. Was aber, denke ich mal, in den meisten Fällen nicht so sein sollte. Ist jetzt nicht so gemeint, Zucker. Nein, das stimmt nämlich nicht. Aber ist ja unwahrscheinlich, dass sie euch überraschen sollte. Bei was auch immer. Ne? In dem Fall ist es jetzt bei mir halt, dass wenn ich irgendwie ein Video aufnehme oder sonstiges, das ist schon so oft passiert, deswegen ich hatte so viele Aufnahmen schon teilweise, die ich nicht hochladen konnte, da immer jemand reingekommen ist. Teilweise habe ich sogar ein Schild da an meine Tür geklebt. Bringt nicht viel. Deswegen am besten nehme ich es auf, wenn kein Schwein zu Hause ist. Aber mir habe ich so viel Bock, dass ich einfach nicht zu bremsen bin, einfach aufnehmen muss. Ja, der betrunkene Bürger steht auf jeden Fall hier. Ja, dass er hier steht, ist, weil ich den Channel gewechselt habe und das ist Channel versetzt alles, weil die Channel nicht serverübergreifend sind, nicht mal ansatzweise. Da wir jetzt keine weiteren hungrigen. Ne, das ist auch ein hungriger Alpha-Wolf.
Oh, da wir jetzt keine hungrigen Wölfe weiterfinden, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Abgang. Lassen unser Bambi hinter uns herrennen. Ja, ganz schön das Wasser da, sehr schön designt. Muss ich den, ja, Herstellern ja mal sagen. Herstellern, haha. Die auf jeden Fall die Graphics hier gemacht haben. Astrein. Ich würde auch nicht wollen, dass hier die Grafik bei Mädchen 2 verändert werden würde. Nicht, dass sie wie bei Diablo 3 gemacht werden würde oder sowas. Weil ich würde das Spiel überhaupt nicht mehr fallen, hätte keinen Bock mehr. Würde dann wahrscheinlich aufhören, wenn die Grafik so hochgesetzt werden würde. Weil, ja, mein Bruder und so haben das auch gesagt. Ja, dann würde ich es wohl nochmal wieder spielen. Aber ich finde, bei Mädchen, das gehört einfach so, diese Grafik. Ansonsten macht das keinen Bock und Laune, dieses Spiel. Das ist einfach, ja, dieses Feeling, was dazugehört. Ich finde, ohne wäre das einfach, ja, es wäre nicht Mädchen mehr. Es wäre einfach ein abgekackter Scheiß. Weil, ich meine, guckt euch mal hier. Ich meine, mit der Grafik, das ist doch gerade geil. So, das sieht doch voll knuffig aus und. Ich meine, gut, jetzt, ich sehe jetzt auf jeden Fall scheiße noch aus. Würde mir wahrscheinlich dann auch eine Friesen noch gönnen mit Level 35 oder so. Da ich die Friesen davor bei, war, überhaupt bei Sura extrem kacke finde. Und wie ihr seht, Level 6. Ja, dann haben wir noch beim Stadtwächter hier die Quest. Und ja. Offscreen-Level werde ich auf jeden Fall noch nicht machen. Das lohnt sich noch nicht. Können wir hier irgendwie einen Sockel reinhängen? Nee. Ich weiß das auch echt nicht, muss ich sagen, wie man das mit den Socken machen muss. Ob man 5 Stück sammeln muss oder ob man schon eine abgeben kann. Das tut mir echt leid, das weiß ich nicht mehr. Kann auch sein, dass sie es geändert haben jetzt zum Event hin, aber da hat er noch eine Quest für uns. Das tut mir leid. Ja, ich bekomme gerade nicht mehr so viel mit, weil wie gesagt, ich war auf dem Geburtstag von dem Freund von meiner Mutter und ja, war ganz angenehm. Aber gab es einige Uso, waren halt beim Griechen, ne? Ja. Einer oder andere Charlie habe ich mir auch noch bestellt. Aber nicht nachmachen, trinken ist nicht gut. Muss ich so sagen, das ist echt ungesund. Aber was willst du machen da, Mensch? Schmeckt einfach so gut. Sei gegrüßt, könntest du das Buch meinem Vater vorbeibringen? Ja, natürlich. Bringe das Buch. So. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit die Zeit schon wieder vorbei vorgestapft ist oder vorgerannt. Ja. Aber ich denke mal, wir werden noch kurz etwas unternehmen mit euch zusammen. Oder ich werde was mit euch zusammen unternehmen noch kurz. So haben wir hier schon mal unser erstes Kleingeld. Und dann hätten wir noch eine Quest. Da in die Richtung irgendwo. Ich glaube, der Stadtwächter hat noch eine für uns. Ja. Oh Mann. Jetzt erst Level 6 zu. Das ist echt. Ja gut, der Anfangsteil ist immer etwas langweiliger. Ich habe jetzt auch nicht so viel Content, was ich bringen könnte oder kann. Ja, bin auch so langsam etwas müde. Wollte morgen etwas oder heute etwas früher aufstehen eigentlich. Und ich hoffe, ich kann auch wieder arbeiten gehen, da ich übelste Rückenschmerzen habe. Das ist echt nicht mehr schön. Ja. Das tut richtig weh beim Sitzen, auch wenn ich im Bett liege oder so. Ich kann teilweise nicht mal einpennen deswegen. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Ich habe das Babysiegel, das können wir jeden Tag nur einmal abholen. Deswegen müsste ich rein theoretisch gleich noch ein Part für euch aufnehmen, so vor im Voraus. Aber ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Deswegen, naja. Er redet auf jeden Fall mit einer Glaive plus 9 rum.
Ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Dann müssen wir dahin. Hungriger Wolf müssen wir noch töten für Auftrag 4. Ein neuer Duft haben wir abgeschlossen und gehe zum Lagerverwalter. Wäre dann jetzt die Quest, die wir noch haben. Und ja, wir werden zwar dann nicht mehr das Bambi später dabei haben, aber vielleicht nehme ich morgen noch ein Part auf. Beziehungsweise, ich sagte jetzt halt morgen, dass es eigentlich heute ist, aber ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Ja, das erste Video werde ich jetzt auf jeden Fall noch hochladen. Ist wahrscheinlich auch schon lange oben. Das ist eigentlich logisch. Aber wenn ihr das hier sehen werdet, das wird ein paar Stündchen später kommen. Ich denke mal so, 10 Stunden später oder so. Ich werde es direkt hochladen, wenn ich aufstehe, werde ich direkt PC anmachen oder lasse ihn vielleicht auch durchlaufen. Ich bin so verpeilt gerade, ich check nicht mal genau, wo ich hinlaufe. Ja. Dann werde ich sagen, würde ich sagen, nehmen wir schon mal die letzte Quest jetzt eben an. Nimm die Erfahrung. Ja. So, ja, la 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 la. Halt dein Maul. Gib uns einfach die Erfahrung. So. Wir sind fast Level abgekommen. Haben wir mal hier ein paar Statuspunkte, die wir auf Intelligenz setzen können. Dann könnt ihr mal gucken, was das hier gebracht hat, die Intelligenz. Hat uns schon mal 1,1 Angriff gebracht. Das ist echt enorm. Naja, egal. Gehen wir nochmal hier eben hoch. Ich denke mal, ich werde morgen noch ein Part aufnehmen und euch das hier genauer erläutern. Was wir jetzt aber unterwegs nochmal annehmen könnten. Vielleicht finden wir hier sogar hungrige Wölfe. Ja, Mädchen der Schlacht. Würde ich gerne schon machen. Würde ich vielleicht sogar vom Damage her schaffen. Würde aber viel zu lange dauern. Wäre Potverschwendung. Und vielleicht werde ich auch einen kleinen Speed in manche Teile hier reinhauen. Da das Laufen echt ziemlich lange dauert. Und für euch dann ziemlich langweilig sein dürfte. Und da wir noch Level abgekommen sind vorhin, schön auf verzauberte Klinge setzen. Das ist wichtig. Weil ihr sonst kein Damage dealt. Und das hat sich jetzt erstmal nur auf 4,9 erhöht. Erstmal. Oh, lag. Oh, leck me hard, ey. So. Ja. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und euch das Video gefallen hat und ihr es dann auch in den Kommentaren schreibt, was ich besser machen könnte. Wie gesagt, wenn ihr Leute habt, die Intros machen können, wäre ich daran auch sehr interessiert. Und ja, wir haben das Level abgeschafft. Sind jetzt Level 7 gekommen, können noch mal einen auf verzauberte Klinge setzen. Da ist jetzt 5,0 und jetzt haben wir es auf 6,6. Also ihr seht, es bringt schon mal was. Geht nach und nach hoch. Aber 6,6 ist kein Damage. Das weiß ich. Aber ihr werdet sehen, später Hammer Damage. Nehmen wir noch hier die Quest bei Handu ab an. Ja, haben dann schon mal auf jeden Fall die nächsten Quests, wie ihr hier seht. Aber das so viel im nächsten Part wieder. Und ja, jage die Plünderer. Das ist nur an manchen Wochenenden dieses Event. Unser Dorf wurde von Alpha-Blauwölfen überfallen. Die Diebe haben unseren Vorrat an Reiskeksen gestohlen. Wir sind verzweifelt. Was sollen wir denn essen? Kannst du uns helfen? Jage die Plünderer. Ich kann nicht mehr lesen, tut mir leid. Ich sehe das nur verschwommen. Es ist so spät und ich habe auch einen kleinen Intus. Na, was ist kleiner Intus? Eigentlich fühle ich mich erst rein, aber ja. Jage die Plünderer und nimm ihnen ihre Beute ab. Wir werden. Oh, schlimm, tut mir echt leid. Wir werden dich reich belohnen. Ich helfe euch. Ich kann leider nicht. Ach, ich helfe euch. So, den kann man 10-mal wiederholen, den Auftrag. Aber dann sage ich erstmal so viel.
Dann werde ich mich mit meinem kleinen Bambi, was ihr hier noch seht. Ja, du bist süß. Stopp mal ein bisschen in der Luft rum, ja. Oh, ich habe gerade gefurzt. Das könnte jetzt übel riechen. Renn mal ein bisschen weg. Oh, es hat sich schon verkrochen. Ah, gut. Dann werde ich mich damit jetzt erstmal verabschieden. Werde nochmal unser Bambi rufen. Und dann sage ich Wiederschauen und reingehauen. Bis im nächsten Part, Leute. Viel Spaß beim Video.